Und ich mache erstmal so ein weiße Eule-Video. Das ist, glaube ich, genau das, was wir jetzt brauchen. Let's go. Hey, willkommen zu einem neuen Video. Habt ihr schon einmal von dem Sprichwort Liebe macht blind gehört? Du siehst, die Liebe nimmt viele verschiedene Formen an, egal wie unterschiedlich die Menschen sind. In unserem heutigen Video zeigen wir euch 10 ungewöhnliche Paare, die beweisen, dass Liebe blind macht. Schnappt euch etwas zu essen und zu trinken und habt Spaß beim Anschauen dieses Videos. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10. Heutzutage leben wir mehr und mehr in einer digitalen Welt und wir können buchstäblich nicht ohne unsere Smartphones leben. Aber habt ihr schon einmal von digitaler Liebe gehört? Der folgende 38-jährige Mann namens Akihiko Kondo hat beschlossen, eine virtuelle Figur zu heiraten. Akihiko kommt aus Japan und beschloss 2018, eine virtuelle Figur namens Hatsune Miku zu heiraten. Hatsune Miku wurde von Gatebox entwickelt und ist für Menschen gedacht, die mit virtuellen Figuren leben und mit ihnen sprechen möchten. Der Mann kaufte die Gatebox zur emotionalen Unterstützung und verliebte sich plötzlich in das Hologramm der Frau. Der Mann gab fast $20.000 für die Hochzeit aus, aber leider kam... Warum hat der einen Lauch in der Hand gehabt? Habt ihr das gesehen? Der hat einfach einen Lauch in der Hand. Warum? Hä? Hochzeit aus, aber leider kam keiner seiner Familienangehörigen. Aber seine Freunde waren für ihn da und er bekam sogar Unterstützung von Leuten aus dem Internet. Nummer 9. Nick Vujicic ist ein australischer Mann aus Melbourne und ein bekannter Motivationsredner, Unternehmer und Coach. Was ihn von den anderen unterscheidet, ist, dass er keine Arme und Beine hat. Zweifellos war sein Leben eine Herausforderung und er musste große Hindernisse überwinden, weil er anders... Oh Gott, es ist eine eBay-Werbung. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Für was war denn jetzt eBay? Das Auto? Um was ging's denn? Eine Volt-Werbung. Die war komisch. Es aussieht als andere Menschen. Vor Jahren dachte er, er würde nie heiraten, bis er Kani Miyahara traf. Die beiden lernten sich bei einem von Nicks Auftritten in Texas kennen und als Nick sie in der Menge sah, konnte er seine Augen nicht mehr von ihr lassen. Nick wollte sie kennenlernen und gab der Frau seine Kontaktdaten. Kanae akzeptierte Nick so, wie er ist und deshalb hat auch diese Geschichte ein glückliches Ende, denn die beiden sind glücklich verheiratet und haben 4 gemeinsame Kinder. Dieses Paar ist definitiv ein Beispiel für das, was man wahre Liebe nennt. Crazy. Good job. Nummer 8. Wir hören immer wieder den Ratschlag, dass man sich selbst lieben soll, aber es scheint, dass Liu Ye dies ein wenig zu ernst genommen hat, denn er hat sich tatsächlich selbst geheiratet. Um genau zu sein, er hat ein lebensgroßes Foto von sich selbst geheiratet. Warum ist denn das überall legal? Darum geht's doch jetzt gerade, oder irritiert nur mich das? Das ist doch nicht richtig, oder? Dass das überall legal ist, so Pappe zu heiraten und Kuscheltiere. Das ist das vielleicht doch mal so ein Thema. Ist das nicht nur so ein Las Vegas-Ding oder so? Wo man das machen kann? Warum geht das auf einmal überall? Muss ich mir Sorgen machen? Dies geschah im Jahr 2007 und es war keine ruhige und intime Hochzeit. Vielmehr lud er sein gesamtes Dorf ein und die Hochzeit fand auf dem Hauptplatz in Guangzhou in China statt. Auf die Frage, warum Liu beschlossen hat, sich selbst zu heiraten, antwortete er, dass er mit der Realität nicht zufrieden war und dass die Heirat ihm geholfen hat, sich neu zu erfinden. Er gab auch zu, dass viele Leute sein Verhalten zwar komisch finden, er aber im Grunde sehr traditionell und konservativ ist. Und das war auch der Grund, warum er bei seiner Hochzeit mit sich selbst alle Traditionen einhielt. Nummer 7. Okay. Okay. Dieses Paar ist ein weiteres gutes Beispiel dafür, dass Liebe blind macht. Philip Ehling kommt aus Australien und sieht nicht wie ein Durchschnittsmann aus. Aber das war für Susan kein Problem. Philip ist so behindert, dass er die meiste Zeit im Rollstuhl verbringen muss, während Susan eine Frau aus Kenia ist, die beschlossen hat, in Australien zu studieren. Sie lernten sich kennen und... Das war eine ganz komische Formulierung gerade, oder ist nur mir das aufgefallen, aber okay. Nach 6 Monaten des Werbens beschloss Philip Susan, einen Heiratsantrag zu machen. Philip sagte, dass er sehr nervös war und Angst vor diesem Moment hatte, aber Susan hätte keinen Augenblick gezögert. Sie sagte, dass sie eine starke Bindung zueinander hätten und dass sie von seinem Verhalten überwältigt sei. Dieser Moment erregte auch in der Öffentlichkeit große Aufmerksamkeit. Die Leute sagten, die beiden werden es nicht einmal 3 Monate aushalten, aber sie lagen alle falsch. Denn es ist nun schon fast 5 Jahre her, dass Philip Susan einen Heiratsantrag gemacht hat. Nummer 6. Das nächste Paar beweist wieder einmal, dass es für manche Menschen keine Rolle spielt, wie man aussieht. So hat Sean Amali akzeptiert, weil ihm viel an ihr liegt und er ihre Persönlichkeit und ihren Körper liebt.
Außerdem hat Amalie dank Sean gelernt, ihre Kurven zu lieben, weil sie sich selbst für super fett hielt. Amalie erklärte, dass sie seit ihrem zweiten Lebensjahr dick war und ihr ganzes Leben lang ihren Körper gehasst hat. Doch das änderte sich, als Sean, ein schlanker Junge, in ihr Leben trat. Sie lernten sich 2008 über ein Online-Videospiel kennen. Sie lernten sich 2008 über ein Online-Videospiel kennen und Amalie... Okay, da war gerade ein kurzer Schnittfehler drin. So, wann lernten sie sich kennen? Und über ein Online-Spiel? Machen wir zweimal. Sie war sehr unsicher, als sie sich mit Sean über Videoanrufe unterhielt. Es dauerte eine Weile, bis die beiden merkten, dass sie verliebt waren. Aber, ich meine das jetzt so wenig konfrontativ wie möglich, aber was ist jetzt hieran ein seltsames Paar? Nur weil eine Person in der Beziehung übergewichtig ist oder ein bisschen mehr auf dem Rippen hat, ist das doch nicht seltsam, oder? Ist das jetzt einfach so ein komischer Take, den ich habe in meinem Leben, aber ich finde jetzt hier an dieser Beziehung absolut gar nichts seltsam. Also, tausendmal gesehen ist jetzt nichts Neues irgendwie, oder? Aber eins führte zum anderen und die beiden sind jetzt glücklich und verheiratet. Nummer 5. Und das ist gut. Die Chancen stehen gut, dass ihr schon mal von Woody Allen gehört habt, denn er ist ein bekannter Filmregisseur, der durch die Filme Manhattan und Midnight in Paris bekannt wurde. Woody lernte eine Schauspielerin namens Mia Farrow kennen, die bereits mehrere Kinder aus einer früheren Ehe hatte, darunter die adoptierte Soon Yi, die noch ein Teenager war. Die Ehe zwischen Woody und Mia ging schließlich in die Brüche, doch einige Jahre später beschlossen Woody und Soon Yi zu heiraten. Die beiden gerieten in die Schlagzeilen und Woody wurden allerlei schlimme Dinge vorgeworfen. Heute ist Woody 86 Jahre alt und Soon Yi ist 51 Jahre alt. Sie unterscheiden sich also um 35 Jahre. Das ist crazy, das stimme ich vollkommen zu. Das ist richtig komisch. Also, das ist wirklich komisch. Du hast das von deiner Ex-Frau, die Tochter ist deine nächste Frau. Das ist per Definition dann schon sehr seltsam, meiner Meinung nach. Aber es scheint ja irgendwie zu funktionieren. Gibt es denn dann ein Happy End mit der Ex-Frau oder? Das Paar hat 2 Adoptivtöchter und ist immer noch zusammen. Wie ihr sehen könnt, gibt es für die Liebe keine Regeln. Egal wie unterschiedlich die Menschen sind, wenn sie sich lieben, nichts kann sie aufhalten. Nummer 4. Das nächste Paar oder vielmehr Trio ist die Geschichte einer Frau, ihres Mannes und ihres Liebhabers, die im selben Haus leben. Aber da haben wir sogar mal ein Video von Hyperball gesehen, dass sowas auch funktioniert. Gut. Ich weiß nicht mehr, Polyamorie ist nicht richtig. Es gibt so 2 Sachen, die unterscheiden sich. Polyamor und Polyamorie? Nee, das ist einfach nur... Polyamorie ist richtig. Weil Polyamor ist man, wenn man mehrere Leute gleich liebt. Und Polyamorie ist die Beziehungsform. So. Maria und ihr Mann Paul lernten sich kennen, als sie noch sehr jung waren und bekamen nach nur 2 Jahren Beziehung ihr erstes Kind. Danach beschloss das Paar zu heiraten. Und schon bald kam ihr zweites Kind zur Welt. Sie waren ein ganz normales Paar, aber als ihre Beziehung in die Brüche ging, lernte Maria Peter bei der Arbeit kennen und sie begannen eine Affäre. Übrigens, eine Affäre, das ist... Polygamie. Ah, das war's. Ist nie eine gute Idee. Es fiel der Frau schwer, es geheim zu halten, und sie gestand ihrem Mann, dass sie einen Liebhaber hatte. Als sie ihren Mann für ihren geliebten Peter verließ, begann sie ihr Zuhause und ihre Kinder zu vermissen, aber sie wusste auch, dass sie sich ein Leben ohne Peter nicht vorstellen konnte. Also machte sie einen ungewöhnlichen Vorschlag. Sie wollte versuchen, zusammenzuleben. Es ist unglaublich, aber die beiden Männer wurden Freunde und leben heute glücklich mit Maria zusammen. Also, nach wie vor, das ist ja auch inzwischen sicherlich nicht so bestimmt in der Mitte der Gesellschaft angekommen, aber auch so gang und gäbe, dass es polyamore und polygame Beziehungen gibt. Ich finde es immer noch krass. Was heißt krass? Ich finde es nicht mal unbedingt krass, aber es ist immer noch ein Konzept von oder eine Beziehungsform, wo ich mich zum Beispiel gar nicht drin wiederfinde. Und ich finde es immer richtig crazy, wenn da Leute so offen über Dreiecken dann miteinander kommunizieren können, dass das klappt. Also ich ziehe da echt meinen Hut. Das ist echt crazy. Nummer 3. Sanele ist ein Junge aus Südafrika und war erst 8 Jahre alt, als er eine Frau namens Helen heiratete, die 61 Jahre alt war. In einigen Teilen Afrikas ist es aufgrund der Armut, der Kultur und der Tradition normal, in jungen Jahren zu heiraten. Der Junge behauptete, seine Vorfahren hätten ihm geraten, die 61-jährige Helen zu heiraten.
Die Frau war selbst schon verheiratet, aber in einigen Teilen Afrikas ist es Tradition, dass man auf seine Vorfahren hören muss, wenn sie einem etwas sagen. Bei der Hochzeit waren über 100 Gäste anwesend und die Familie des Jungen spendete einen hohen Geldbetrag von $2000. Für diejenigen, die sich Sorgen machen, dieses Paar ist nur symbolisch verheiratet und hat keinerlei Beziehung, auch nicht sexuell. Sanele sagte sogar, dass er später, wenn er älter ist... Das wäre jetzt genau das Thema, deswegen wollte ich nicht pausieren, um zu gucken, ob das noch da beigefügt wird, aber es ist trotzdem super merkwürdig. ...jemanden in seinem Alter heiraten. Aber wenn es eher so ein zeremonielles Thema ist, dann ja, dann ist es jetzt ja keine richtige Ehe. So. ...möchte. Nummer 2. Das nächste Paar hat einen unglaublichen Größenunterschied. Joelison Fernandes da Silva ist 2,3 Meter groß und damit der drittgrößte Mann der Welt. Und Evan Madeiros, seine Frau, ist fast einen Meter kleiner als er. Joelison entwickelte schon als Kind Gigantismus und ist in Brasilien als der sanfte Riese bekannt. Er dachte, er würde nie eine Frau finden, die seine gigantische Größe akzeptieren würde, denn jedes Mal, wenn er jemanden traf, stieß er wegen seiner enormen Größe auf Schwierigkeiten. Doch als er die schüchterne Brasilianerin Evem kennenlernte, änderte sich alles. Bevor sie sich im wirklichen Leben sahen, wünschte Evem ihm jedes Jahr über Facebook alles Gute zum Geburtstag und die beiden kommunizierten weiter miteinander. Evem ist selbst nur 1,5 Meter groß, behauptet aber, es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen. Nummer 1. Crazy. Das sind Vicky, Valerie, Alina und Joe. Vicky, Valerie und Alina sind eigentlich eine Familie. Vicky und Valerie sind Zwillinge und Alina ist ihre Cousine. Die vier begannen ihre Beziehung, als Joe anfing, mit Alina und Vicky zur gleichen Zeit auszugehen. Wenig später heiratete das Trio in einer gemeinsamen Zeremonie und 10 Jahre später beschloss Valerie, Vickys Zwillingsschwester Joes dritte Frau zu werden. Derzeit hat die vierköpfige Familie insgesamt 24 Kinder. Diese Ja, okay. Das ist jetzt aber auch nicht besonders, besonders seltsam. Das sind doch einfach Mormonen, oder? Also, ich meine, das ist ja den Kreisen der Mormonen sehr etwas Normales oder etwas religiös bedingtes auch, dass da Leute mehrere Frauen haben und dann diese absurd riesigen Kinderkreise, also von 20 bis 30 oder 50 Kindern oder sowas. Das ist doch, da gibt es auch tausende Shows drüber. Familie hat ein riesiges Haus und wir können uns... Also hier, Shaytards sind auch Mormonen, ne? Nur vorstellen. Wir haben, glaube ich, wie viele, 6 Kinder oder so. Aber er hat nur eine Frau. Wie viel sie für Lebensmittel, Kleidung und viele andere Dinge ausgeben. Jede Frau hat auch ihr eigenes Schlafzimmer und keine von ihnen sagt, dass sie eifersüchtig auf die andere ist. Bei Inzucht ist das natürlich auch irgendwie schwierig. Kennt ihr ein ungewöhnliches Paar und was bedeutet Liebe für euch? Lasst es uns... Ja, das ist auch schon schwierig, ja.